So, guter Mann, wo bist du? 23 Meter von mir entfernt. Der schläft. Egal, müssen wir ihn wecken. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wie das jetzt einfach gerade aussah, wie er aufgestanden ist. Hammer. Kann man die jetzt mitnehmen oder sagt er dann, ist böse? Okay, sagt nicht, dass das böse ist. Gut. Nochmal Glück gehabt. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ich würde ja sagen, wir reisen mal dahin und gucken mal von dort aus, wo es uns so hin verschlägt. So, haben wir hier irgendwas auf der Karte angezeigt? Dort vorne haben wir was angezeigt. Gehen wir mal erstmal in die Richtung. Jetzt nicht wieder da das Vieh angreifen, bitte. Ich glaube, ich nehme mal einmal jetzt hier die Machete, weil dann können wir ein bisschen Munition sparen. Was ist denn das hier? Dogmeat hat einen Gegner entdeckt. Okay. Wo denn? Ach da. Na toll. Was zum? Was zum? Was zum Teufel? Scheiße! Hast du gedacht wohl, du könntest dich verstecken? Nee, denke ich nicht. Ich denke eigentlich, ich kann euch einfach erschießen und looten. Eichhörnchen am Stiel, ja, das ist doch mal geil. So. Was ist hier eigentlich? Was ist das für eine Hütte? Wo ist die denn jetzt hier, die eine? Hallo? Hallo, ich wollte dich looten, wo bist du? Muss ich das verstehen, wo die jetzt hin ist? Hm. Ist die. Ach, die ist da runtergerutscht. Auch nicht schlecht. So. Okay. Speichern wir mal einmal zwischendurch. Dann gehen wir jetzt. Was ist denn hier? Was haben die denn mit der gemacht? Das nehmen wir mal mit. Hier Schleder können wir auch mal mitnehmen. Ach, hier liegt ja noch jemand. Nudelschale. Okay. Egal, wir gehen mal weiter. Hier ist irgendwie ein See oder so. Fragt sich nur, was hier so ist. Da ist irgendwie ein Staudamm. Wie er einfach da drin schwimmt. Wie er einfach kackendreist da drin schwimmt. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Waren wir hier schon? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Hallo? Hallo und willkommen am Walden Pond. Hallo und willkommen am Walden Pond. Mehr sagst du Sie nicht? stehen nun vor Also. der Hütte, die der transzendentalistische Autor und Philosoph Henry David Thoreau ab Sommer 1845 bewohnt hat. Hallo und willkommen am Walden Pond. Sie stehen nun vor der Hütte, die der transzendentalistische Autor und Philosoph Henry David Thoreau ab Sommer 1845 bewohnt hat. Und? 2 Jahre, Also. 2 Monate und 2 Tage lebte Thoreau in dieser Hütte, um ein objektiveres Verständnis von der Gesellschaft zu erlangen.
Dieses Experiment wurde durch Thoreaus Interesse an transzendentalistischer Philosophie beeinflusst, laut der wahre Selbstständigkeit die Menschen beflügelt. Indem er von dem lebte, was das Land ihm bot, bewies Thoreau, dass äußere Verbesserungen der Lebensumstände nicht zwingend zu innerem Frieden und Ausgeglichenheit führen. Besuchen Sie für weitere Informationen den Geschenkartikelladen und kaufen Sie eines der vielen Bücher über Transzendentalismus. Nee, danke. Auch erhältlich? Hat mir auch gereicht jetzt schon. Spielzeuge und viele weitere Andenken an Ihren Ausflug. What the fuck war das? Ach, das war wieder unser Hund. So, hier ist der Geschenkladen. Geschenkartikelladen, eher gesagt. Wieso kann ich das Haus nicht mitnehmen? Das würde ich gerne mitnehmen. Haben wir denn hier irgendwas? Außer ganz viel Alkohol und so. Da ist ein Koffer. Den nehmen wir mit. Nein. Ah, fast. Nein. Jetzt aber. Cool. Cool. Eine graue Strickmütze. Egal, wir nehmen das mal mit. Wir sind doch, glaube ich, wieder ein Level up, oder? Provisorische Bombe, das nehmen wir auch mal mit. So. Diese Affen, ne? Die finde ich so super creepy. Ja. Gut, dass ich da jetzt nicht stand. Sonst wäre ich wieder halb tot. Scheiß wie. So, okay. Das Schloss sieht stabil aus. Ja gut, das geht nicht. Schade. Schade, 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 schade. Hätte gedacht, das können wir irgendwie aufknacken. Da hinten ist auch noch was. Was ist das denn da? Ich mache einfach alles kaputt. Alles, was blöd aussieht, mache ich kaputt. Oh, da ist ein Bunker oder so. Hier ganz in der Nähe. Ah, ich glaube, ich speichere mal lieber. Was soll der denn sein? Da irgendwo. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Es ist ein bisschen näher, meine ich. Und ich wandere auf einem Balken. Sunshine Tidings Cooperative. Kooperative. Oder irgendwie so. Huch, wer sind das? Hallo. Hallo. Abgefahren. Oh, Mann. Groovy. Wie geil ist er. Lebst du noch? Nee, ich kann ihn looten, dann lebt er nicht. Abgefahren. Ja, du bist echt abgefahren. Lebt er da? Lebt er da? Lebt er? Nein, okay. Oh, Mann. Groovy. Du bist voll komisch. Das ist irgendwie so ein zweiter Cotsworth oder so. Glaube ich. Abgefahren. Leuchtender Pilz. Ah! Aua! Ich war jetzt gerade so auf den Ghoul fixiert, dass ich gar nicht gesehen habe, dass da auch einer ist. Und da liegt sein Arm. Einfach mal so ein random Arm. Geh mal weg, bitte! Ja, ich weiß jetzt, dass es abgefahren ist. Auf der anderen Seite ist ja was. Da liegt einer. Okay, der ist auch irgendwie. Der ist irgendwie tot. Oder auch nicht. So untot oder so. So, waren wir hier schon? Nee, ne? Ist auch tot. Wow, Mann. Groovy.
Ja, wir wissen es jetzt. Wieso leuchtet das denn so rot an meiner Machete? Ach so, das ist das Blut. Das sah jetzt irgendwie komisch aus. Ups. So, das knacken wir auch mal auf. Nein! Moment, machen wir es mal so. Okay. Ja. Ja. Komm her, du Scheißkakerlake. So. Das ist gut. Was haben wir denn da? Oh, cool. Hier ist ja richtig gutes Zeug drin. Gelber Trenchcoat. Oh, komm, den nehmen wir mal mit. Der sieht bestimmt richtig schön scheiße aus. Knochensäge, wie geil. Ich dachte jetzt, da steht jetzt irgendwie Kotzeimer oder so. Okay. Wen oder was haben wir da drin? Ja, einfach auf dem Tisch rumgammelt. Oh shit, ich habe zu viele Sachen bei. Ich habe zu viele Sachen dabei. So ein Mist auch. Da muss ich mal einmal gucken. Inventar. Kreuzschlüssel, ja komm, die kann ich mal wegschmeißen. Die sind sowieso viel zu schwer. Schlagringe kann ich auch mal wegschmeißen. Das Springmesser ist auch blöd, das brauche ich auch nicht. So, ich brauche auch von jeder Waffe eigentlich nur eins, ne? Dann kann ich das Impro-Gewehr auch mal wegschmeißen. Impro-Automatik-Pistole. Weiß ich nicht, die hat eine viel höhere Feuerrate, aber weniger Schaden. Ich glaube, dann schmeiße ich die mal weg. Den Schlagstock, den können wir auch mal wegschmeißen, den brauchen wir auch nicht. So. Fertig. Dann gucken wir noch einmal hier rein. Okay, da sind zwei so hässliche Ghule. Au! Au! Au, 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 au. Boah. Da liegt sogar noch einer. Was haben wir denn da? Hier ein Pilz. Passt ja zu denen hier drin. Fleisch und Bohnen. Das ist alles gut. Repetiergewehr. Können wir mal mitnehmen. Ach, nett. Guck mal einer an. Getötete Tiere bringen dir dauerhaft zusätzliches Fleisch. Das ist doch richtig gut. Das ist richtig gut. Hosenträger und Hose. Nee, danke, brauche ich nicht. So. Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, soweit alles fertig. Ob ich das nicht täuscht. Vorne ist eine Kochstation. Da können wir mal einmal kurz reingucken. Also nicht in die Kochstation reingucken, aber wir können einmal kurz gucken, was wir noch so kochen können. So, da gibt es doch einige gute Sachen. Und nochmal und nochmal. Köterkeule klingt richtig cool. Maulwurfsrattenhappen. Rattenhappen. Wahrscheinlich ist das Absicht, dass es so klingt. Gut, das war's schon. Jo, gut, dann gucken wir mal demnächst weiter.